Die Auflösung im Gerichtsprozess rund um Marius Gersbeck ist endlich da. Am heutigen Donnerstagvormittag um Punkt 11 Uhr wurde dem Keeper der Prozess wegen schwerer Körperverletzung gemacht. Zu den Hintergründen nochmal, auch wenn das wohl kaum nötig sein wird. Ihm wurde vorgeworfen, im Juli am Rande des Trainingslagers in Zell am See nachts den Österreicher Alois S. auf offener Straße nach einem Seefest, auf dem wohl auch Alkohol floss, attackiert zu haben. Das Opfer, ein Eishockeytorwart aus Zell am See, erlitt dabei laut Staatsanwaltschaft einen Bruch der Augenhöhle, eine Kieferhöhlenwandfraktur und ein Lidhämatom und war auch nach einem Klinikaufenthalt mehrere Wochen krankgeschrieben. Das Verfahren, welches heute stattfand, endete nun mittels Diversion. Gersbeck muss 40.000 Euro in die österreichische Staatskasse zahlen, wird aber weder verurteilt noch freigesprochen. Gersbeck selber sagt dazu: "Ich bedauere den Vorfall zutiefst und ich würde mich gerne bei dem Opfer persönlich entschuldigen." Vor dem Prozess soll er bereits eine hohe Schadensersatzsumme, offenbar im hohen sechsstelligen Betrag, an das Opfer bezahlt haben, womit die zivilrechtlichen Ansprüche bereits abgegolten waren. Eine Stunde nach dem Prozess äußerte sich auch Hertha BSC zu dem Thema. Geschäftsführer Thomas Herich sagt: "Nach unserem Kenntnisstand hat es keine vollständige Hauptverhandlung, keine formelle Verurteilung und damit auch keinen Schuldspruch gegeben. Es ist bekannt, dass Marius sich bei den Geschädigten entschuldigt und sich mit diesem außergerichtlich geeinigt hatte. Für uns als Club ist also im Moment festzuhalten, das Gericht hat die Schuld offenbar als nur gering angesehen. Unser Spieler wurde strafrechtlich nicht verurteilt und hat den Verletzten einvernehmlich entschädigt. Bei dieser Sachlage schließen wir unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten nicht aus, dass Marius Gersbeck eine zweite Chance erhält. Wir werden dies intern besprechen und zeitnah entscheiden." Was ist eure Meinung? Sollte Gersbeck eine zweite Chance bei Hertha BSC erhalten?